Mittwoch, 24. Februar 2010, das sind die Walliser Nachrichten auf die Oberwallis. Und diese Themen haben wir für alle Zwecke. Konzept Videoüberwachung zu Brigg-Lys, Zivilschutzgesetz im Mittelpunkt der Märzsession und Umzugsgedanken beim Kindergarten Zermatt. Schön, habt ihr eingeschaltet. Videoüberwachung auf Gemeindegebiet ist für den Stadtrat von Brigg-Lys ein Thema. Laut der Stadtpräsidentin Viola Amhardt ist man im Rat nämlich der Überzeugung, dass man mit Videoüberwachung gegen Gewalt und Vandalismus vorgehen kann. Allein im letzten Jahr hat die Stadtgemeinde Kästen von 75'000 Franken wegen Vandalismus übernehmen. So haben wir jetzt entschieden, dass das Ressort Sicherheit ein Konzept dazu ausschaffen tut und muss darüber entscheiden. Das neue Zivilschutzgesetz steht im Mittelpunkt der Märzsession vom Grossen Rat und darf im Parlament eine heisse Debatte geben. Das Gesetz sieht nämlich vor, dass man die Zivilschutzorganisationen von jetzt 38 auf 6 Organisationen kürzt, und zwar Brigg, Fischb, Siders, Sitto, Martinach und Montey. Kürzen will man den Personalbestand. Aus- und Weiterbildung will man regeln und die Finanzierung soll neu über den Kanton laufen. Dazu wäre der Einsatz vom Zivilschutz bei speziellen Anlässen bewilligungs- und kostenpflichtig. Neu soll es dann noch eine engere Zusammenarbeit mit der Feuerwehr geben. Ein Gesetz mit umstrittenen Punkten, wo in der nächsten Zeit noch viel zu reden geben. Der Zermatter Max Julien ist bis zum Olympiasieg von Carlo Janka am Dienstag der letzte Schweizer Olympiasieger im Riesenslalom gewesen. Der Max Julien hat gehofft, dass man ihn schon viel früher abgelesen. Das Rennen selber hat er gesehen und er sei sich noch am ersten Lauf ziemlich sicher gewesen, dass der Janka das Rennen noch gewinne. Er kenne sich noch sehr gut an seinen Sieg von damals Sarajevo 1984 erinnern. Seine Medaille hat er daheim nicht an einem speziellen Platz. Vor ein paar Jahren hat man den Kindergarten zu Zermatt wegen Platzmangel aus dem Schulhaus ausgegliedert und ins Quartier Oberomotte verlegt. Da hat man dann in zwei UNO-Container einen neuen Kindergarten eingerichtet. Laut dem Gemeindepräsidenten Christoph Bürgin war das aber nur eine Übergangslösung. Weil es jetzt wieder weniger Schüler und dementsprechend mehr Platz gibt, könnte man den Kindergarten wieder ins Schulhaus integrieren. Dazu wären aber bauliche Massnahmen nötig. Zeitläufe und Kostenabklärungen, die Entscheidung erwartet man noch vor der Sommerferien 2010. Zum Sport, Eishockey. Das zweite Playoffspiel gewinnt der IHC Fischb am Dienstag am Abend auswärts gegen den IHC Basel mit 3-7. Die Lunzerstädter feiern in der Best-of-7-Serie mit 2-0. Nicht erfolgreich ist aber der HC Siders Anivé. Die Sonnenstädter verlieren auswärts gegen den HC La Chaux-de-Fonds mit 5-1. In ihrer Serie steht sie jetzt 1-1. Im Gegensatz zur Medaille von Carlo Janka im Riesenslalom zu Vancouver hat bei uns das Walliswetter nicht goldig geglänzt. Was wir für den nächsten Tag erwarten können, schauen wir so hier im Walliswetter. Im ganzen Oberwallis sind am Mittwoch die Wolken dominiert, das zusammen mit milden Temperaturen im Talgrund von bis zu 10 Grad. So ist es hier gewesen, mit Blick auf den Stockholper Schluss zu Brigg. Der Donnerstag im Morgen startet im ganzen Oberwallis bewölkt, in höherer Lage kann es euch schneien. Im Verlauf des Nachmittags mag sich aber euch für kurze Zeit die Sonne durchsetzen. Gegen am Abend überzieht es aber wieder im ganzen Sendegebiet. Die Temperaturen präsentieren sich wieder mild. Im Talgrund rechnen wir mit plus 12 Grad. Im Matter- und Saastal gibt es 4 bzw. 3 Grad. Im Letschental und Sleckerbad gibt es 4 Grad. Einzig im Malletschgebiet kippt das Thermometer unter 0 Grad, das mit minus 1 Grad. Und so sieht es für den nächsten Tag aus. Euer Freitag präsentiert sich bewölkt, das mit milden 10 Grad. Der Start ins Wochenende sieht dann wieder ein bisschen besser aus. Am Samstag mag sich die Sonne wieder ein bisschen mehr zeigen und das auch in längeren Abschnitten. Bevor das dann am Sonntag wieder zutut und euch auch regnen. Das war die Walliser Nachrichten auf die Oberwallis. Merci fürs Zuschauen. Ade miteinander.